Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der mittlerweile schon, mal gucken, 64. Folge schon. Mann, Mann, Mann. Wahnsinn, hätte ich nie gedacht zum Anfang, als wir das Game angefangen haben, dass es so viele Folgen wären. Aber ich glaube, es werden noch einige werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar bis zum Part 100 gehen könnte. Weil wir haben jetzt eigentlich erst drei Titanen und ja, noch gar nicht so viel erkundet von der ganzen Welt. Ich bin eher so ein bisschen der Hauptstory gefolgt. Oh, das Master Schwert hat seine Kraft zurückerlangt. Sehr gut. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wo es denn hier weitergeht. In der letzten Folge hatten wir den Schrein hier offengelegt. Dazu mussten wir so einen kleinen Schneeball von da oben hier runterkullern lassen. Der ist dann groß geworden. So eine Art richtige fast Lawine, kann man sagen. Und hat dann hier das Tor eingerissen. Und damit haben wir auch den Schrein freigelegt. So, jetzt wollte ich aber nochmal in diese Richtung da hinten schauen, weil da hatte ich was gesehen. Ich glaube, da kann man irgendwas wegsprengen. Vielleicht ist da bloß ein Materialien dahinter, aber das schauen wir uns jetzt doch einfach mal an. Das war hier irgendwo an der Mauer. Das hatte ich von da oben aus gesehen. Ich glaube, da oben ist es sogar schon, oder? Schauen wir jetzt einfach mal hin. Dafür nehmen wir aber das Bombenmodul. Und danach gehen wir auch zu dem anderen Schrein, was ich eigentlich in der letzten Folge schon machen wollte. Bloß wir sind wieder abgeschweift, wie immer. So. Was ist da drinne? Ja, eine Kiste. Kisten sind immer gut. Mal auf hier die Huddel. Oh, Ritterschild. Sehr schön. Warte mal. Packe ich was anderes weg? Was können wir denn hier wegpacken? Ich glaube, dass wir das hier weglegen werden. Genau, nehmen uns das Ritterschild mit. Sehr schön. So, jetzt muss ich bloß schauen, dass ich da irgendwie hochkomme. Ich gehe mal hier rüber. Wenn nicht, dann nehmen wir halt Rivalis Sturm, dann kommen wir da auf jeden Fall hoch. Aber ich glaube, dass wir hier schon eventuell stehen könnten. Das sehen wir jetzt gleich. Nee, doch nicht. Eieiei. Na, hier können wir doch stehen. Ach komm, wir nehmen Rivalis Sturm. Wenn wir ihn schon haben, dann nehmen wir ihn halt auch her. Würde ich sagen. Aber hier sind wir jetzt genau an so einem komischen Spot von den Gegnern, glaube ich. Oder? Nee. Hier sind trotzdem die komischen Viecher. Die machen wir gleich mal down, würde ich sagen. Sonst eisen sie uns bloß ein. Ey, das war schlecht, Andi. Aber der sitzt. Bums. Sehr gut. Gefrorenes Wild. Okay. Also vier. Das Bernstein. So, gehen wir weiter in die Richtung. Hier sind auch schon wieder so komische Bälle. Hä? Okay. Muss ich die schieben? Ne, schieben können wir sie nicht. Oder bloß ablegen. Und ich gehe mal hier runter. Ah, Krog. Geil. Mit dem hätte ich gar nicht gerechnet jetzt.
Okay, sehr gut. Mit dem hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. So, ich wollte in diese Richtung. Da ist der Turm, genau. Und in diese Richtung müsste der andere Schrein liegen. Irgendwo hier unten, glaube ich, war das, oder? Alles klar. Wo ist der Schrein? Der müsste eigentlich genau in diese Richtung liegen. Das ist der andere Schrein. Waldbogen. Alter. Kommt ihr noch mal hoch? Nee, ich glaube nicht, oder? Ah, da, 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 da. Da, in dieser Richtung liegt das. Was ist denn das Rote? Was habe ich denn da markiert? Schauen wir mal schnell auf die Karte, ey. Was habe ich denn da markiert? Oh Gott, das ist hier unten. Was habe ich denn da markiert? Gerudo-Fels? Komm, das tun wir aufheben. Ich weiß nicht, was ich da markiert hatte. Bestimmt eine von den letzten Folgen hatte ich da irgendwas mal markiert. Müssen wir doch in die Richtung. Hier scheint da wieder so ein Krog zu sein, oder? Ja. Dann finden wir doch wieder ein paar. Haben wir schon ewig lang nichts mehr gefunden gehabt. Genau, wo wollen wir denn jetzt hin? In diese Richtung. Da ist er, genau. Da wollten wir hin. Da wollten wir hin. Fliegen wir doch jetzt einfach mal. Was? Oh, was ist da unten? Das sind normale Gegner. Schrein, genau. Das ist der Schrein. Hinten ist noch ein Schrein. Wow.
Komm, wir speichern mal nicht, dass ich hier verrecke auf einmal. Bist du weg? Nein! Stirb, du Vieh! Alter Schwede! Jetzt muss ich die mal hier platt machen. Alter, was macht die hier einen Schaden, hey? Was ist denn da los? Ich hab doch das Spiel. Hab doch das Schild draußen. Okay, wenn mir so kommt. Ich kann auch anders. Ist mal eigentlich ausgeschaltet. Okay, jetzt ist der nächste dran. Okay. Das Datenbogen werfen wir mal weg. So, kann ich jetzt bitte mal zu dem Schrein gehen? Ah, da hinten ist ein Stall, sehr gut. Ja, jetzt schauen wir uns erstmal den Rimusa-Schrein an. Ich habe schon ein ganz schlechtes Gefühl, dass jetzt hier so eine komische, mit so einer komischen Wii-Steuerung da kommt. Oh, bitte nicht. Nee, Windschutz. Okay, Windschutz. Okay, das schiebt den hier hoch. Okay, verstehe. Muss ich die hier hinlegen oder was? Ging gleich mal hier hoch. Hä? Ach so, alles klar. So, okay, der. Den muss ich dann hier wahrscheinlich ranlegen. So, dann hätten wir ja eigentlich. Müsste der Strom jetzt richtig laufen? Schauen wir mal, du musst nochmal hier hoch. Nicht, dass ich da irgendwas hier übersehe. Nee, das müsste eigentlich so passen. Okay, wo ist die Kugel? Komm zu Papa.
So, jetzt legen wir sie mal hier hin. Und dann gehen wir gleich mal hier hoch. Rein mit dir. Okay, hätten wir das. Aber das war's bestimmt noch nicht. Ah, da kommen wir wieder nicht hoch. Können wir die nehmen? Da kommen wir da 100% nicht rüber. Eieiei. Eieiei. Wie komme ich denn da rüber? Ich will die Kiste haben. Nein! Nein, was mache ich denn? Mann, einen falschen Knopf gedrückt hier. Yeah. Ach, geh, oder? Alter, jetzt schau mir richtig blöd an. Na? Oh, was ist denn jetzt?
Kann ich denn von hier die andere Kiste nehmen? Nee, war wieder klar. Das muss ich anders machen. Schlimm ist nur, wenn ich jetzt ich könnte rein. Na, es geht nicht. Aber ich könnte doch von da oben die Kiste nehmen. Packen wir die mal hierher. So, ziehen wir die mal runter. Genau. Und packen den mal hierher. Okay, jetzt geht die da hoch. Diese Kiste bitte einmal. Wow. Hierher. Oh, warte mal. Genau, jetzt ist der, kommt da nicht rein, der blöde Ball, oder? Wo ist der Ball? Hä? Hä? Wo ist denn der Ball? Da ist er. Ja, da bleibst du bitte mal einmal stehen. So, jetzt nehmen wir diesen da. Jetzt da. Alter Schmiede. Hit.
So. Okay, gibt hier noch was? Gibt hier noch irgendwas? Das war eine schwierige Geburt jetzt. Mein Gott. Hier ist ja nichts mehr, oder? Aber warum ist da oben noch eine Plattform? Ich nehme mal nochmal ein. Ah, da komme ich nicht hoch. Okay. Okay. Oh, somit schon 8. Sehr gut. Sehr schön, damit würde ich sagen, machen wir jetzt aber einen Cut an dieser Stelle. Hat ein bisschen länger gedauert, wie gedacht, der Schrein, aber wir haben ihn, glaube ich, komplett gelöst. Wenn da noch eine Kiste wäre, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube nicht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.